Hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Oh, ja, ich bin alleine. Zurück zu Let's Play. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Es heißt Yu-Gi-Oh! GX The Spirit Caller, genau sowas. Oh Mann, ich hasse das. Ich mache es jetzt hier ohne die Maus, aber ich wollte euch mal die neue Maus zeigen. Ja. So, da haben wir auch schon einen. An der Angel. Den wir uns dann direkt mal holen und krallen. Oh. Diese Insel ist mir mysteriös und ja, wir springen dann nach vor schon. So. Ja. Mal gucken, was haben wir da. Wir ziehen. Oh mein Gott! Was kann die Karte? Aktiviert ein normales Monster von deinem Friedhof und auf der. Aktiviert ein normales Monster von deinem Friedhof und aufgedeckter Verteidigungsmission per Spezialbeschwörung diese. Ich verstehe die Karte nicht mal, was ist das? Aktiviert ein normales Monster von deinem Friedhof in aufgedeckter Verteidigungsposition per Spezialbeschwörung. Ja, keine Ahnung, was diese Karte will. Aber wir gehen da mal ran mit Yummy. Wie Yummy Yugi halt. Dann denke ich mal. Gucke ich nochmal kurz, was es stärkt und was es verschwächt. Dann kommt der von 200, ja. Oh. Gut, also schwächt nichts außer Feen. Dann, ne? So ist the big end. Ja. So, das war dann der Zug erstmal. Das war the first time nein, okay. Ich hoffe. Die Karte ist ja mal voll cool. Zurück zum Anfang. Nice. Bringt dir nur nichts. Hm. Wollte ich schon mal so sagen. So, jetzt ziehen wir. Ich spiele sie wieder in verdeckter Verteidigungsposition. Also was ist, ich verstehe nicht, was die dann immer wollen, wenn die da direkt am Anfang einsetzen. Oder eher. Ja. Und jetzt macht er eine Tributbeschwörung und ruft ein Monster, das viel zu schwach für mein Monster ist. Oh mein Gott. Ist das peinlich. Lappen. Ha. Und dafür opfert er ein Monster. Ja, das ist... Das geht doch nicht klar. Ich verstehe es nicht. Ziehen. Leckt ein bisschen, ne? Mhm. Verdeckte Verteidigungsposition. Jetzt gucken wir mal kurz. 1600 Angriffspunkte. Mhm. Schön. Da, kaputt mach. Und das ist eine Falle. Super. Hier spielen wir Baphomet. Im Angriffsmodus. Zwischen denen auch in Angriffsmodus. Gehen in die Battle Phase. Weil man natürlich mit dem, der 100 Angriffspunkte mehr hat. An. 100. Ich weiß gar nicht, was das für eine Fallenkarte von dem Gegner war, aber sie sah nicht gefährlich aus. Ja. So. Dann hast du jetzt erstmal Lebenspunkte verloren, würde ich sagen. Oder? Was sagt ihr dazu? Lebenspunkte verloren? Ja, natürlich, er hat Lebenspunkte verloren. Hier, nämlich genauso. Hm? Ja. Ziehen. Hinomata oder Himotona, Hinotama sowas. Hinotama aktivieren, 500 Lebenspunkte weg. Gebasht. Ich will noch eine liebe Karte im Angriffsmodus. Und ja, was machen wir jetzt? Ich greife nicht mit Dimensionskrieger an, sondern mit Baphomet. Haha. Okay. So, haben wir den zerstört, greifen mit dem an. Und dann würde ich sagen, ne? Läuft es doch wieder ziemlich gut und für den Gegner nicht so gut. Und im nächsten Zug kann es sein, dass ich gewonnen habe. Wenn ich jetzt noch eine Karte ziehe mit 100 Angriffspunkten. Ja, ich habe gewonnen, wenn ich jetzt ein Monster ziehe.
Und ich habe gewonnen. Ist das nicht schön? Na, Quatsch. Battleface. Wir greifen mit Dimensionskrieg an, falls es eine zu starke Karte sein sollte. Oh mein Gott. Ich hätte fast verloren, hätte ich nicht mit Dimensionskrieg angegriffen. Das wird sich alle sehr vielleicht beide aus dem Spiel entfernen, ne? So. 1700. Hat er noch 1600? Was sagen Sie dazu? 100. Er sagt 100. Soll ich mal eine Runde warten? Nein, Spaß, bedrückt mich, man. Eiskalt gebankt. Gebashed. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir an die Story rankommen. Also muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Wir spielen darum erstmal ein paar Stunden bisschen. Tadam. Wenn ich zu weit weg von meinem Haus bin, verliere ich, ja. Na klar. So. Dann gehen wir jetzt hier hin. Und dann. So. Oh, da ist jemand! Beograd. Ich bin Beograd. Hi, ein Duell. Nein! Der ist doch bitte gut für mich! Erster. So. Sehen. Das ist nicht gerade gut, weil ich gezogen habe. Deswegen Kobold in Verteidigungsposition. Und den Zug beenden. Oh, das sieht aber geil aus. Guck mal, da sieht man sogar das Ra Yellow House. Das ist cool. Gefällt mir. What the fuck? Da ist mein Monster. Angriff annullieren. Das ist jetzt hier, ne? Ein bisschen. Wie viel Angriffspunkte hat der Gegner? 1700. Ein Moment, diese Karte kann doch irgendwas. Ein Monster, das nicht vom Typ Maschine ist und mit dieser Karte ausgerüstet wird, verringert seinen Attack in jeder seiner Standby-Phase des Spielers. Um 300 Punkte. Dann machen wir das mal. So. Somit hat er jetzt ein bisschen weniger und dann machen wir Yami. Und das heißt nämlich, im nächsten Zug hat er wieder die Angriffspunkte auch verloren. Und jetzt spielen wir nämlich einen dunklen Hasen in der Position und genau, noch einmal gerade Angriff annullieren. Und warum? Damit wir den nächsten Angriff auch annullieren können, so dass er im nächsten Zug wieder weniger Lebenspunkte hat und ich ihn zerstören kann. Was ich aber nicht kann, fällt mir gerade mal so auf. Was kann diese Karte? Was konnte diese Karte? Kannst du vergessen. Digga! Ich kann keine Feindkarten aktivieren! Was zum Teufel? Voll unfair! Voll der Unfaire! Das ist voll gegen die Regeln gewesen! In welchem Zug darf ich keine Feindkarten aktivieren und so? Jetzt verliert der Gegner. 300? Hat jetzt noch 1400, ne? Ja, jetzt kann ich die alle zerbashen. Außer den. Diese Karte kann nur zu Beginn bis zu deiner nächsten Dorfphase, kann weder du noch dein Zauberkarten aktivieren. Was ist denn das für ein Lauch? Ah, doch, ich kann beide zerbashen. Und dann gehen wir mal, würde ich sagen, in Battleface. Und wir machen mal ganz kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Wow. Das seht ihr noch. Ganz kurz eine Pause. Okay, da bin ich auch direkt wieder. Und jetzt ist mir nämlich aufgefallen, er hat einmal 1200 ausgetrunken. Warum sollten wir es nicht nutzen, ihn anzugreifen und somit zu zerstören? Warum? Wegen dem Effekt.
Ich denke mal, ihr kennt alle den Effekt. Darum tauschen wir erstmal diese Karte. Weil es einfach sicher ist, weil er die in Verteidigungsposition spielen würde und ich hätte erstmal kein Monster mit 2000 Angriffspunkten halt. Was ziemlich doof wäre. Ja. Jetzt spielt der die zwei in Verteidigungspositionen, ist 2600 Verteidigung. Aber wenn ich ihn einmal angreife, switcht er in Angriffsmodus. Da ich eh genug Lebenspunkte habe und ich. Ja, man muss halt manchmal so spielen, ne? Bin ich sage jetzt im Angriffsmodus. Das wird ein paar Lebenspunkte kosten, ja, knapp 1100. Ja, ein direkter Angriff im normalen Spiel. Okay, 2100 Lebenspunkte. Ne, 1800, boah, das ist doch nicht so viel. Habe ich 6000 Lebenspunkte, damit kann ich genauso gut gewinnen. Und ihr denkt, hey, woher wusste der jetzt den Effekt? Ich kenne die meisten Karten sowieso noch alle auswendig, es ist total episch. Ja, und der verliert nochmal fast genauso viele. Hat jetzt nur 200 Lebenspunkte mehr als ich, wow, kann sich davon auch nichts mehr kaufen. Oh Mann! Das ist jetzt doof. Das ist doof. Doof, doof. Okay, der ist doof. Er ist richtig. Ich will nicht sagen doof, aber er ist voll die Fritte, Mann. Warum legt er den jetzt in Angriffsmodus? Nee, komme ich nicht drauf klar jetzt gerade. Das ist voll der Troll. Als erstes zerstören wir 1400 den da. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich den anderen angreifen, verdammt! Das war die Schwingung, ich glaub's nicht. Und dann verliert er nicht mal Lebenspunkte, das geht ja gar nicht klar. Hey Mann, ich habe weniger Lebenspunkte als der. Das geht doch nicht. Ja, was holt der? Was ruft der? Ein Riesenschildgärtner! Diesmal können wir den doch direkt zerstören, also. Ne? Tot. Ja. Und nicht schön. Und den Zug beenden. Ich habe riesen Hunger. Das bedeutet erstmal nach dem Part gehe ich erstmal was essen. Ich hasse das, wenn die einfach im Spiel einfach nicht nachdenken, die in diese NPCs und dann einfach das Monster angreifen, das im Angriffsmodus-Position liegt und dann gar nicht denken, dass sie danach auch noch angegriffen werden können. Ach, egal. Mal gucken, was er da hinten liegen hat. Ich dachte, ich habe Yami zerstört. Boah. Oh, habe ich gerade Angst gehabt. Okay, warten. Aber kurz ausrechnen, wird nichts bringen. Spiele ich Muka Muka nicht. Dann greifen wir erstmal den an. Bam. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich könnte dir wieder locken, falls dann zu starkes Monster und nur zu viel Verteidigungspositionen. Ne, dann behalte ich es. Ach, egal, mach ich was anderes, genau. 1400. Okay. Sieht ja ziemlich gut wieder aus. Ich gewinne gerade gegen Beauguard oder Geogard. Warum man der jetzt heißt, gegen Yellowra halt, gewinne ich jetzt gerade. So wie es ausschaut. Yo, ich hab hier gewonnen. Slash an wilden Kobold. Und dann noch diese schöne Ratte. Und dann gehen wir jetzt in den Battle Phase. Warum sich der Effekt meiner Ratte nicht aktiviert hat, wollt ihr wissen? Weil ich sie nicht geopfert habe. Weil sie nicht durch Kampf zerstört wurde, sorry. Ja. Und das war der Sieg! Da haben wir einen Yellowra getötet. Duellantenbonus. Ohne für genau 0 Lebenspunkte. Lol. Ja. Du bist gut. Kein Wunder, dass du versuchst, ein Duellant zu werden. Mal gucken, was da jetzt noch so abgeht. Betreten. Es ist nicht da, ich werde zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen. Will jetzt hier auch noch jemand ein Duell oder wie? Geht das hier? Ab, Vorsicht.
Fast zur Nacht, es ist niemand da. Nun denn! Da dann eh wieder fast Nacht ist. Gehen wir mal schlafen. Obwohl, ich wollte noch was gucken. Hoffentlich, vielleicht ist da jetzt wieder jemand. Tanaka, ich habe gehört, dass ein Monster auf der Nordseite der Insel geben soll. Unheimlich. Deshalb bleibe ich hier für ein Duell. Ja, okay. Das war jetzt sehr informativ. Machen wir noch dieses schöne Duell und dann war es das auch schon für den Part. Und wie ich sehe, habe ich sowieso hier schon ziemlich gute Karten. Und draußen ist es nachts, das ist total cool immer hier, so die gemacht, finde ich. Ich wollte das nicht, ich wollte eine Verteidigungsposition legen. Egal. Ja, oh, da ruft er immer so mit. Nein, was fängt er damit an? Ja, das war schlau. Muss ich echt sagen. Schön, wir die Karte verdeckt. Wie viel Angriff hatte ich? 1100, 1200 haben die. So. Dann rufen wir Hornkobold zwischen denen natürlich in meine liebe Verteidigungsposition, damit wir eine kleine Verteidigungsschwelle haben und zerstören eine Spielmarke. Okay, er will, dass wir Lebenspunkte verlieren. Er will, dass wir Lebenspunkte verlieren. Der Ekelhafte. Und dann verlieren wir halt Lebenspunkte erstmal, bevor wir eine Spielmarke zerstören. Und ja. Super. Super die Chupa. Los, mach schneller. Was zum Teufel macht er da? Nein. Nein. Was geht denn hier vor sich? Ups, ich wollte noch ziehen, sorry. Oh mein Gott, da ist jemand online gekommen. Nein. Habt ihr nicht gesehen, da steht da gar nichts. Bitte was? Was sollte da gestanden haben? Nee. Ich glaube, da habt ihr euch verlesen. Nee. Echt nicht. Echt nicht. Nee, echt nicht. Jetzt verstehen wir aber eine Spielmarke. So. Echt nicht. Mann. Echt doch zerstören wir die Spielmarke. Okay. Läuft hier wieder Schuppe. Wie wir hier einfach nur rumlaufen und die Leute töten. Das wäre sehr nett, wenn jemand mir sagen könnte, dass er scheiße ist. Der Ekelhafte. Nein, wie ich die Story rankomme, weil ich komme irgendwie nicht ran. Die wollen nicht, dass ich da rankomme, wisch. Das ist voll Complication. Wir versuchen es mal auch noch hier anzugreifen. Und zwar zerstören wir erst diese Karte mit dem 1100er und merken, es funktioniert denn nicht. Dann zerstöre ich diese Spielmarke. Und ich hab Schluck auf. Und die Spielmarke ist zerstört und beenden den Zug. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der ist ein Troll. Und er ist ziemlich doof. Was? Meine Monster kriegen da auch Angriffspunkte dazu? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Haben da gerade meine Monster Angriffspunkte? Oh lol. Naja, egal. Ich will nicht, dass deine Monster Angriffspunkte kriegen. Ja, Ami reinhauen. Yay! Wie viel Angriffspunkte hat der Liebe jetzt? Ja. Es geht. Oh nein, ich wollte den Verteidigungsmission. Egal, wenn juckt's. Ich bin eh der bessere Duelland hier. Okay, Angriff. Da ich nicht riskieren will hier, dass das Monster in Verteidigungsposition doch stärker als 1100 ist, glaube ich lieber mal mit dieser netten Karte an. Oh, ich hätte sogar mit dem anderen angreifen können. Mit Sai jetzt sogar angreifen können, das ist ja geil. Naja, verliert er erstmal wieder seine 1000 Lebenspunkte von eben. Und dann nochmal 800. Boah, mein Rücken tut weh, Leute. Oh, mein Rücken.
Ah, mein Finger, ich habe einen Krampf im Finger. Oh mein Gott. Okay, so machen wir mal weiter. Ich bin dran und er hat nichts gelegt. Das ist Factionary. Das Faszinierendste ist, ich habe gar keine Monster auf meinem Deck, so dass ich gar welches Monster ich ziehe, sofort legen kann, außer Rioran. Das ist das einzigste Monsteropfer, glaube ich sogar. Ich gucke gleich mal. Ne, ich mache offscreen ein neues Deck und das werdet ihr dann im neuen Part mal sehen. Cool, wa? So. Jetzt hat er nicht mehr viele Lebenspunkte. So, wir kommen immer näher. Denn im nächsten Zug ist er wahrscheinlich tot. Aha. Im nächsten Part ist er wahrscheinlich tot. Könnte jetzt eigentlich auch schon aufgeben. Also, ne? Was er macht, ist jetzt, ne? Bis er merkt, dass er verloren hat. Es ist morgen. Und er hat verloren. Hier, guck mal, jetzt pumpe ich mal. Ups, ich habe das Monster gar nicht ausgewählt. Ah, doch. Pumpe ich mal Sagi auf. Und Sagi macht ihn jetzt voll gebasht. Basht ihn jetzt voll, ne? Ah, mit 0. Naja, damit ich wieder hier unsere 0-Bonus kriege, wisst ihr. Ja, ich bin schon so ein Gaffer. Oh, ich hätte aber auch mit. Egal. Egal, Sagi ist viel cooler. Beim nächsten Zug hätte der nämlich wieder weniger Angriffspunkte. Und tot. Yay! So. Ich dachte, ich spiele gut. Ja. Das sagen wir alle. Jetzt gehen wir nach Hus. Gehen wir nach Hus? Ja, ich wollte sowieso nach Haus, Mensch. Schlafen. Ja. Und damit sage ich euch schon bis zum nächsten Mal bei Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Spirit Cola. Tschüss.